Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Vor ausführlichen Berichten zum Wahlausgang in Hamburg erst eine Nachricht zu den Terroranschlägen in den USA. Der Moslem-Extremist Bin Laden soll, so behauptet das afghanische Taliban-Regime, spurlos verschwunden sein. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg hat sich die SPD als stärkste politische Kraft behaupten können. Ein Machtwechsel scheint aber möglich. Nach bisherigen Hochrechnungen liegen CDU, die sogenannte Schill-Partei und die FDP zusammen vor Rot-Grün. Die Schill-Partei schaffte auf Anhieb den Einzug ins Parlament. Den Freien Demokraten gelang nach zweimaligem Scheitern wahrscheinlich der Sprung über die 5%-Hürde. Zu den neuesten Hochrechnungen jetzt direkt Jörg Schönenborn. Die beiden großen Parteien, SPD und CDU, landen in der Nähe ihrer historischen Tiefs. Und die Schill-Partei holt das beste Ergebnis, das jemals bei Landtagswahlen in Deutschland eine neu angetretene Partei erzielt hat. Nach der jüngsten Hochrechnung von Infratest DIMAP die Sozialdemokraten bei 36,7%. Die CDU holt 26,1%, die Grünen nur noch einstellig 8,6%. Die FDP dürfte mit jetzt 5,3% in die Bürgerschaft eingezogen sein. Die Schill-Partei jetzt bei 18,8% und die anderen Parteien bei 4,5%. Der Vergleich mit der letzten Bürgerschaftswahl zeigt, die Sozialdemokraten fast unverändert. Die CDU verliert deutlich, fast 5 Punkte. Auch die Grünen verlieren in ähnlicher Größenordnung. Die FDP legt leicht zu. Die Schill-Partei musste alle Stimmen neu hinzugewinnen. In der Hamburger Bürgerschaft werden statt 3 nun 5 Fraktionen vertreten sein. Das heißt, die verbliebenen Parteien müssen Mandate abgeben. Das führt zu folgendem Bild in der Bürgerschaft. 46 Mandate nur noch für die Sozialdemokraten. Die CDU-Fraktion schrumpft auf 33. Die Grünen sind nur noch mit 11 vertreten. FDP und Schill-Partei ziehen neu ein. Die Schill-Partei holt ihre Stimmen übrigens sowohl von den beiden großen bürgerlichen Parteien als auch in kleinerem Umfang von den rechtsextremen Parteien. Die Regierungsmehrheit, die nach den politischen Äußerungen dieses Abends denkbar wäre, würde aus CDU, FDP und der Schill-Partei bestehen. In der Summe kämen diese 3 auf 64 Sitze, 3 mehr als für die absolute Mehrheit erforderlich wären. Die Wahlbeteiligung übrigens ist enorm nach oben geschnellt, 74%. Das ist einer der höchsten Werte seit einigen Jahren bei Landtagswahlen überhaupt. Und jetzt eine Gesprächsrunde mit den Spitzenkandidaten Volker Herres. Bei uns ist der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Ortwin Runde. Herr Runde, rot-grüne Mehrheit ist dahin. Die 3 anderen Parteien aus dem sogenannten Bürgerblock haben erklärt, mit der Sozialdemokratie wollten sie nicht. Sie reden vom Regierungsauftrag. Glauben Sie wirklich noch daran? Es ist so, dass wir nach diesem Wahlergebnis stärkste politische Kraft in Hamburg sind und nicht nur geblieben sind, sondern das auch noch ein Stück ausgebaut haben. Wenn Sie sich ansehen, den Abstand zur CDU, der beträgt zwischen 10-11%, hat sich verdoppelt. Daraus leite ich ab den Regierungsauftrag, wie es guter demokratischer Tradition entspricht. Ich werde die Initiative ergreifen und mit CDU, FDP und GAL reden, ob wir auf diese Art und Weise zu einer sicheren und stabilen Regierung kommen. CDU-Spitzenkandidat Ole von Beust. Herr von Beust, ein schwaches CDU-Ergebnis. Sie wollen, haben Sie heute Abend gesagt, mit den 2 anderen Parteien des sogenannten Bürgerblocks koalieren. Unerfahrene Parteien. Wäre es denn nicht vielleicht doch tatsächlich staatspolitisch verantwortungsvoller, eine große Koalition, die Ihnen ja Ortwin Runde auch angeboten hat, einzugehen? Verantwortungsvoll ist, nach den Wahlen das zu tun, was man vor den Wahlen angekündigt hat. Und ich habe vor den Wahlen gesagt, dass ich eine Koalition mit der FDP will, eine Koalition mit Herrn Schill nicht ausschließe und ein Bündnis für den Wechsel will. Das war unser Wahlziel. Zugegeben, das Ergebnis der CDU bekümmert mich auch. Auf der anderen Seite gibt es eine deutliche Mehrheit, 7 Sitze mehr für einen Wechsel. Das heißt, ich verstehe den Auftrag so, auch nach dem, was ich vor den Wahlen gesagt habe, Gespräche mit den anderen beiden Parteien zu suchen und eine gute, solide Grundlage für den Wechsel herzustellen. Herr Schill, Sie sind bisher eine Ein-Themen-Partei. Außer Ihnen ist auch nie so richtig jemand in Erscheinung getreten. Bei diesem Ergebnis werden Sie ja sicher mehrere Senatorenposten beanspruchen. Welche denn und wen haben Sie dafür? Also wir sind keine Ein-Themen-Partei. Jeder, der unser Parteiprogramm gelesen hat, und in Hamburg ist unser Parteiprogramm das meistgelesenste, weiß, dass wir, wie es sich für eine politische Partei gehört, auch auf alle anderen Themen spezialisiert haben, insbesondere auf Themen, bei denen es in Hamburg im Argen liegt, nämlich
Verkehrspolitik, wo mehr eine Verkehrsverhinderungspolitik betrieben wird, Bildungspolitik, die ideologisiert ist und zusätzlich eine schlechte Wirtschaftspolitik, aber auch noch weitere Themen. Und Sie werden Verständnis dafür haben, dass wir in den Koalitionsverhandlungen, in die wir eintreten werden, mit der CDU und der FDP erstmal über Sachthemen sprechen werden und anschließend über Personalien. Christa Sager, Spitzenkandidatin der Grünen und noch zweite Bürgermeisterin. Ihre Partei ist Hauptverlierer bei dieser Wahl, auch in anderen Wahlen. In Deutschland ist es ja in den letzten Jahren bergab gegangen. Wenn es so weitergeht, ist das der Exitus der Grünen. Also ich glaube, man muss ganz klar sagen, dass bei der Hamburg-Wahl Hamburger Themen im Vordergrund gestanden haben. Allerdings hat es uns zu schaffen gemacht, dass es eigentlich nur um ein Thema ging, Kriminalität. Zum anderen ist es sicher auch richtig, dass wir es nicht geschafft haben, im Verhältnis zu unserem Spitzenergebnis vom letzten Mal, alle unsere Wähler aus der Protestbewegung mitzunehmen in die Regierungsverantwortung. Ich denke aber auch, dass gerade in den letzten Tagen, vielleicht auch ein bisschen unter dem Einfluss der Weltsituation, viele das Gefühl hatten, sie müssten der SPD unter die Arme greifen, um Stabilität gegen eine drohende Schill-Regierung herzustellen. Und das hat offensichtlich am meisten den Grünen geschadet. Herr Lange, Spitzenkandidat der FDP, neue Mehrheitsverhältnisse, Sie sind drin, schön für Sie. Aber bei dem Ergebnis sind Sie gerade mal so in die Bürgerschaft geschlittert. Ist da das Gerede von der 18%-Partei nicht längst eine Lachnummer? Nein, das kann man überhaupt nicht sagen, sondern das Ergebnis hier ist die Fortsetzung der Erfolgsstory der FDP und der Guido Westerwelle. Das ist die fünfte Landtagswahl, in der wir ein gutes Ergebnis erzielt haben. Und nach 8 Jahren wieder in die Bürgerschaft zurückzukommen und dafür zu sorgen, dass in Hamburg ein Politikwechsel eintreten kann, den ja die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler wollen, ist keine Lochnummer, sondern ein großer Erfolg. Damit zurück zu Ellen Arnold. Die bisherigen Hochrechnungen in Hamburg spiegeln sich auch in den Reaktionen der Parteien auf Bundesebene wider. Während SPD und Grüne mahnten, Hamburg müsse eine weltoffene Stadt bleiben, setzt die CDU-Spitze auf eine Ablösung der rot-grünen Koalition. Knapp dazu gewonnen und doch verloren. Die Bundes-SPD hatte auf den Kanzler-Krisenbonus gesetzt. Fehlanzeige. Der Generalsekretär betonte die Verantwortung der FDP, mochte auch eine Ampelkoalition nicht ausschließen, übte sich dann aber in demonstrativem Koalitionsoptimismus. Auf der Bundesebene gibt es eine feste, eine stabile Koalition und das wird auch so bleiben. Und bei der Bundestagswahl 2002 wollen wir die bekanntlich fortsetzen. Lange Gesichter beim kleinen Partner, die Grünen im Dauerabwärts und über mögliche Bundeswehreinsätze vor der Zerreißprobe. Der Parteivorsitzende suchte Trost in Hamburger Spezialitäten. Es gibt sicher auch Hamburger Sonderfaktoren, die damit zusammenhängen, dass in Hamburg ein zentrales Thema, nämlich die Innen- und Sicherheitspolitik, Wahlkampfthema war und eben nicht grüne Kernkompetenzthemen wie die Ökologie. Das hat uns den Wahlkampf schwieriger gemacht. Freude, aber es dauerte, bis sich die sonst so eloquente FDP zu Wort meldete. Weit entfernt von den 18%, aber zufrieden. Zünglein an der Waage wird sie sich umworben wissen. Wir sind im Aufwärtstrend. Es sieht danach aus, dass wir von allen im Bundestag vertretenen Parteien die meisten Zugewinne mit +2% haben. Das darf an dieser Stelle auch noch mal gesagt werden. Und es ist ein wichtiger Schritt für das Projekt 18. Die schönste Pirouette gelang am Abend der CDU. Der Generalsekretär verströmte trotz dramatischer Verluste Optimismus, das bürgerliche Lager nur mit Hilfe des Rechtspopulisten Schill gestärkt. Kleiner Wermutstropfen ist, dass es innerhalb des bürgerlichen Lagers zu Umschichtungen gekommen ist. Das kann man nicht übersehen, soll aber unsere Freude insgesamt über das Ergebnis dieses Wahlgangs nicht trüben. Fazit, auch in Berlin wird das Ergebnis von Hamburg noch für viel Kopfzerbrechen sorgen. Die USA glauben nicht, was heute das Taliban-Regime in Afghanistan behauptet hat. Der Moslem-Extremist Bin Laden, so die Machthaber in Kabul, sei nicht mehr auffindbar und möglicherweise bereits außer Landes. Deshalb setzt Washington den Militäraufmarsch unvermindert fort. Zuvor hatten die USA die Wirtschafts- und Militärsanktionen gegen Indien und Pakistan aufgehoben. Sie seien nicht mehr im Sicherheitsinteresse der USA, erklärte Präsident Bush. Die amerikanische Flagge wird wieder voll aufgezogen. Heute zum ersten Mal in Camp David. Die Trauer ist nicht vorbei, aber die amerikanische Regierung wird jetzt ihre Geschäfte wieder ganz aufnehmen. Schon vor diesem feierlichen Akt heute Vormittag ist eines ganz deutlich. Mit einer Unterstützung der radikal-islamischen Taliban bei der Suche oder gar bei der Auslieferung Osama bin Ladens ist nicht zu rechnen. Man wisse gar nicht, wo er sich zurzeit aufhalte, ließ ein Taliban-Sprecher wissen. Der Außenminister zeigte sich davon unbeeindruckt.
Selbst wenn wir Osama bin Laden morgen hätten, das wäre zwar gut, aber längst nicht das Ende, sagte er. Wir müssen seine Offiziere kriegen, sein Netzwerk zerstören. Wir können nicht nur den Kopf abreißen und den Rest der Schlange einfach herumliegen und auf weitere Einsätze warten lassen. Im Yankee Stadium in New York wird derzeit der Gedenkgottesdienst für die Opfer der Anschläge vorbereitet. Rund 60.000 Menschen werden erwartet. Ein Gebet für Amerika, so hat der Bürgermeister die Veranstaltung, die in wenigen Minuten beginnen soll, genannt. Derweil wurde der Verteidigungsminister deutlich. Wir haben den Einsatz von nuklearen Waffen niemals ausgeschlossen, sagte er. Wir haben uns schon damals während des Kalten Krieges diese Option vorbehalten, weil auf der anderen Seite eine starke konventionelle Übermacht stand. Das hat damals zu unserer Verteidigung beigetragen. Wir haben das niemals ausgeschlossen. Mit dem Tag heute sind die offiziellen Trauer- und Gedenkfeierlichkeiten abgeschlossen. Amerika ist jetzt bereit für mögliche militärische Einsätze, zumindest politisch und moralisch. Und ab Mitte kommender Woche, so ist aus dem Pentagon zu hören, dann auch militärisch. Die ARD überträgt die Trauerfeier in New York von 21 Uhr an. Anschließend dann die Tagesthemen. In der israelischen Regierung herrscht Krisenstimmung. Regierungschef Sharon sperrt sich gegen ein Gespräch von Außenminister Peres mit Palästinenserpräsident Arafat. Grund ist die anhaltende Gewalt in den Autonomiegebieten. Peres und seine Arbeitspartei erwägen nun, die Koalition zu verlassen. Der Außenminister und Arafat hatten sich zuletzt für heute verabredet. In Polen wurde heute ein neues Parlament gewählt. Wegen der Finanzprobleme im Land gilt ein Machtwechsel als wahrscheinlich. Möglicherweise wird das konservative Bündnis von Ministerpräsident Buzek gar nicht mehr ins Parlament einziehen. Die oppositionellen Sozialdemokraten unter ihrem Spitzenkandidaten Miller dagegen hoffen auf eine absolute Mehrheit, mit der sie allein regieren können. Zur ersten Hochrechnung jetzt direkt aus Warschau, Annette Dittert. Ja, es sieht tatsächlich so aus, als ob die SLD die absolute Mehrheit geschafft hat. Nach der ersten Hochrechnung, gerade eben vor 2 Minuten kam sie raus, liegt sie bei 44%. Das dürfte reichen. Damit ist Leszek Miller aller Voraussicht nach der neue polnische Regierungschef. Das Regierungsbündnis, das rechtskonservative Regierungsbündnis um Jerzy Buzek, hat wie erwartet eine verheerende Niederlage entlitten und liegt unter 5%. Das heißt, sie werden aller Voraussicht nach noch nicht einmal mehr ins neue Parlament einziehen. Die Hauptgründe, eine verheerende Finanzkrise, deren ganzes Ausmaß erst in den letzten Monaten deutlich wurde, und sich häufende Korruptionsskandale. Deshalb wird der neuen Regierung um Leszek Miller auch nicht viel Zeit zum Jubeln bleiben. Sie hat bereits einen rigiden Sparkurs angekündigt, um das Land aus dieser Finanzkrise führen zu können und vor allem, um die EU-Beitrittsverhandlungen nicht weiter verzögern zu müssen. Isaac Stern, einer der größten Geiger des 20. Jahrhunderts, ist im Alter von 81 Jahren in New York gestorben. Der in der Ukraine geborene Stern war auf den berühmtesten Konzertbühnen der Welt zu Hause. 40 Jahre lang war er Präsident der Carnegie Hall in New York, wobei er sich intensiv für junge Musiker engagierte. In Kolumbien ist dem Deutschen Thomas Künzel mehr als 9 Wochen nach seiner Entführung die Flucht gelungen. Nach Militärangaben konnte er entkommen, weil die linksgerichteten Rebellen in Kämpfe verwickelt waren. Künzel wird nun in der deutschen Botschaft in Bogotá betreut. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, hieß es. Künzels Bruder und ein gemeinsamer Freund werden weiter von den Rebellen festgehalten. In der Fußball-Bundesliga gab es heute 2 Spiele. 1860 München schlug Wolfsburg 2:1 und die Aufsteiger Mönchengladbach und St. Pauli trennten sich 2:2. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 24. September. In der Nacht werden die Wolken im Süden Deutschlands immer dichter und es regnet. Gegen Norden reißt der Himmel auf und es wird klar. Dort bildet sich Frühnebel. Wenn der weg ist, wird es im Norden freundlich und die Sonne scheint. Im Süden gibt es immer wieder Schauer und viele Wolken. Der Wind weht aus östlichen Richtungen und wird nach Norden hin stärker. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 11 bis 5 Grad. Am Tag steigen die Werte auf 12 Grad im Alpenvorland, sonst 14 bis 18 Grad.